Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus meinem Atelier. Ich werde ganz kurz ein Video aufnehmen, es soll auch gar nicht lange gehen. Ich möchte dir eine kurze Inspiration mit auf den Weg geben, die dir helfen kann, dein Kreativprojekt, dein Herzensprojekt, was auch immer es sein mag, dass du das endlich angehst. Als erstes möchte ich dich fragen, woran arbeitest du denn? Was ist dein Herzensprojekt? Vielleicht ist es sogar eine Selbstständigkeit, ein Kunstprojekt, ein Schreibprojekt. Ja, verrate es doch einfach mal in den Kommentaren. Ich möchte ein bisschen was aus meinem Leben kurz erzählen. Und zwar bin ich gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Das ist ein größeres Projekt, was gerade parallel läuft. Und ich bin selber erstaunt, wie gut es gerade da läuft. Ich schreibe wirklich jeden Tag jetzt mehrere Seiten dafür, setze mich jeden Tag hin. Das Commitment habe ich mir jetzt sozusagen selber gemacht. Und ein Auslöser dafür oder eine Inspiration ist das Buch Big Magic von Elizabeth Gilbert. Sie ist eine US-amerikanische Schriftstellerin. Sie hat den Bestseller Eat, Pray, Love geschrieben. Vielleicht kennst du das Buch oder auch den Film. Und später, nachdem sie dann auch so berühmt geworden ist, hat sie dann das Buch geschrieben, Big Magic. In diesem Buch geht es komplett um das Thema Kreativität und sie hat wirklich sehr, sehr schöne Denkanstöße. Sie betrachtet das Thema aus einer ganz neuen Perspektive, die sehr hilfreich sein kann, um einfach noch kreativer zu sein, um auch Ängste zu überwinden, Glaubenssätze zu überwinden. Also ich kann dir das Buch sehr empfehlen. Du findest es auch in deutschsprachiger Übersetzung. Ich selbst habe es auf Englisch gelesen, weil ich sie gerne in Englisch reden höre und wenn ich das Buch lese, habe ich das Gefühl, sie liest es mir vor. Aber wie gesagt, du kannst es auch auf Deutsch lesen. Und eine Sache, die ich vor kurzem nochmal gelesen hatte, ich war nämlich in einem Podcast-Interview eingeladen und da habe ich über dieses Buch gesprochen und da habe ich mich nochmal vorbereitet, habe nochmal reingelesen und eine Sache ist so hängen geblieben und zwar der Vergleich mit der Liebesaffäre. Denn wenn du verliebt bist, vielleicht warst du mal verliebt in deiner Jugend oder vielleicht bist du gerade verliebt. Auf jeden Fall, jeder kann es sich vorstellen, wie es ist, verliebt zu sein, verknallt zu sein. Dann findest du Zeit, deinen Liebsten, deinen Schwarm, deinen Lover zu treffen, Zeit mit ihm zu verbringen. Dann findest du einfach Zeit dafür. Du findest Zeit, mit ihm zu telefonieren, per WhatsApp Bilder hin und her zu schicken, dich mit ihm zu treffen, sei es ganz früh am Morgen oder ganz spät am Abend oder mitten in der Nacht, egal wann, ihr findet Zeit dafür. Und wenn du so verliebt sein kannst in dein eigenes Kreativprojekt, wenn du verliebt bist, wenn es dir am Herzen liegt, dann findest du die Zeit. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann verschiebst du es nicht auf morgen, denn du würdest deinem Liebsten, deinem Schwarm, würdest du ja auch nicht sagen, hey, lass uns mal in einer Woche treffen, ach nee, vielleicht lieber in einem Monat, ach, in 2 Jahren noch besser. Na, da ist die Sache gelaufen. Und dieser perfekte Moment, diese eine Woche an der Ostsee oder 3 Monate, wo du endlich Zeit hast, dein Buch zu schreiben, dein Kreativprojekt anzugehen, das wird niemals kommen. Und weißt du, genau so ging es mir auch mit meinem Buchprojekt, an dem ich gerade arbeite. Ich schreibe ein Buch, das wollte ich eigentlich schon vor 2 Jahren schreiben, aber ich habe immer gesagt, ich brauche erst 3 Monate komplett alleine irgendwo an der Ostsee und dann kann ich es schreiben. Und so habe ich es immer vor mich hingeschoben. Und jetzt aber irgendwann vor ein paar Wochen habe ich gesagt, nein, Nora, du schreibst es jetzt, du findest einen Weg, es in deinen Alltag zu integrieren und mein Alltag, der ist vollgepackt. Ja. Ich habe ein Kreativbusiness, ich produziere Online-Kurse, ich habe eine Community, ich mache meine eigene Buchhaltung, ich filme hier auf dem YouTube-Kanal alles alleine und ich schneide die Videos alleine. Also ich habe wirklich von morgens bis abends komplett zu tun. Und trotzdem schreibe ich gerade dieses Buch. Ich stehe gerade kurz nach 5 steht, also klingelt bei mir der Wecker. Ich stehe auf, trinke meinen Kaffee, setze mich hin und beginne zu schreiben. Ja, das ist meine Routine.
Vielleicht bist du aber auch mehr der Typ Mensch, der am Abend dann Zeit findet für sein Kreativprojekt, der dann sagt, okay, ich bleibe dann lieber noch eine Stunde länger auf am Abend und arbeite dann an meinem Buch, an meinem Kunstwerk, an meiner Selbstständigkeit. Was ich dir damit sagen möchte, ist, du findest immer Zeit für deine Kreativprojekte. Es gibt keine Ausreden, denn 10 Minuten, 15 Minuten kannst du garantiert freischaufeln. Egal, ob es jetzt früh am Morgen ist, ob es jetzt spät abends ist oder mittendrin, mitten am Tag. Es gibt immer die Möglichkeiten, diese Freiräume, diese kleinen Freiräume dir zu gestalten. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es mir hilft, eine Routine zu entwickeln, zu sagen, okay, für mich funktioniert es am besten früh morgens. Also starte ich direkt früh morgens mit diesem Schreibprojekt. Ich mache meine E-Mails aus, ich gucke auch nicht bei Instagram rein und dann arbeite ich erstmal 2-3 Stunden und danach habe ich immer noch den ganzen Tag, um an anderen Sachen zu arbeiten. Stell dir vor, dein Kreativprojekt ist die große Liebe deines Lebens. Und ich glaube nicht, dass die Liebe deines Lebens darauf warten möchte, dass du sie erst in einem Monat kontaktierst oder in einem Jahr. Nein, sie möchte heute mit dir zusammen sein. Sie möchte heute mit dir Zeit verbringen. Sie möchte heute durch dich dein größtes Kreativprojekt, dein Kunstwerk, dein Text, deine Selbstständigkeit, was auch immer du in die Welt bringen möchtest, deine große Liebe möchte sich schon heute durch dich entfalten. Und du wirst Zeit dafür finden. Also leg los!